Wie lebt und lernt es sich in Deutschlands einzigem Inselinternat? Was zeichnet die Hermann-Lietz-Schule im Vergleich zu vielen Regelschulen aus? Und was nehmen unsere Schülerinnen und Schüler mit auf ihrer großen Fahrt ins Leben? Mit unserem Anspruch an eine bestmögliche, allgemeine, fachliche und persönliche Bildung, weit über das Abitur hinaus, prägen wir herausragende und verantwortungsbewusste Persönlichkeiten, die unsere Gesellschaft erfolgreich, nachhaltig und weltoffen gestalten. Ehemalige Schülerinnen und Schüler berichten über ihre Zeit auf der Lietz und geben uns einen kleinen Einblick in ihren persönlichen Lebensweg. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Philipp Meyer, ich bin 35 Jahre alt, wohne aktuell in Shanghai in China und habe die Lietz von 2003 bis 2005 besucht. Ich bin in der 11. Klasse nach der Heisis High School auf die Lietz gewechselt, habe dann danach klassisches BWL-Studium genommen, war da auch schon in China unterwegs, 2 Jahre hier in Shanghai an der Tongji-Universität und habe da dann auch meine Leidenschaft für Internationales und die weitläufige Welt entdeckt. Und die Lietz macht für mich eigentlich aus, neben allen Freundschaften, die man in der Zeit wirklich geknüpft hat und die auch bis heute halten, dass man wirklich gelernt hat, über den Tellerrand zu schauen, Neugier zu entwickeln für alles das, was da noch kommt. Und ich finde, das ist das auch das, was die Heisis High School unglaublich einzigartig macht, wirklich auf unkonventionelle Weise die Welt zu erleben. Und das hat bei mir ganz, ganz stark den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, ich will es dabei nicht belassen, sondern habe mich dann eben im Bachelorstudium auf den Weg nach Asien gemacht, leite heute hier als CFO unser größtes Joint Venture in China, bin Janidas Sprecher der deutschen Asienwirtschaft. Und kann wirklich sagen, dass diese Neugier und dieses über den Tellerrand schauen, dass sich das wirklich während der Lietz-Zeit entwickelt hat. Den Fokus, den die Lietz legt, neben aller fachlicher Bildung, die man natürlich während der Schulzeit bekommt, ist das vor allen Dingen die Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist was ich unglaublich gewinnbringend für mich ganz persönlich fand. Wir sind im Juli 2019 hier in China angekommen. Wir werden hier wahrscheinlich um die 3 Jahre sein in Shanghai. Und diese Zeit seit Juli 2019 war eine absolute Achterbahnfahrt. Das hat angefangen mit dem Trade War zwischen USA und China, maximaler Eskalation Oktober 2019, November 2019. Dann kam der Hongkong-Konflikt, die Demonstrationen auf den Straßen. Und jetzt Corona. Und das hatte für uns natürlich wahnsinnige wirtschaftliche Auswirkungen. Aber dann schnell zu reagieren und wirklich auch die Leute mitzunehmen in der eigenen Abteilung und ein Gefühl dafür zu haben, wie sich die anderen fühlen und wie man agieren muss, das ist was ich persönlich ganz, ganz prägend aus meiner Highschool- und Lietz-Zeit mitgenommen habe. Denn ich glaube, dass die Welt heute so komplex ist, dass man die Theorie nicht übermäßig, dass man nie alles können wird. Das ist viel Learning on the Job. Ich glaube, man braucht ein gutes Fundament, was viele dann auch im Studium legen werden. Aber die Persönlichkeitsentwicklung ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor aus meiner Sicht. Und der findet relativ früh statt. Und deswegen bin ich auch so ein leidenschaftlicher Verfechter der Lietzschen Bildung. Bei mir war es so, ich habe mich als allererstes für die Heisis High School beworben und bin auf dem Turn gefahren und habe während des Turns so gute Freundschaften geknüpft, dass ich meinen Eltern schon nach dem Probeturn gesagt habe, ich möchte eigentlich aufs Internat. Meine Mutter war unfassbar traurig und konnte aber auch irgendwie mir den Wunsch nicht abschlagen und so kam der Wunsch für die Lietz. Ich habe dann auch mal Probe gewohnt auf der Lietz, aber das war eigentlich schon relativ schnell klar, dass es auch nur das Internat sein kann, weil mich auch das Segeln extrem fasziniert hat. Ich finde auch, dass der Standort für die Lietz
einmalig ist. Wenn man sich die, wenn ich jetzt mal wirklich in die ganz große Welt gucke hier und sehe, was wir für enorme Umweltprobleme haben und was für ein Fokus die Lietz heute schon legt, beispielsweise mit der Kooperation mit der Uni Oldenburg, da bekomme ich immer viel mit, oder damals auch schon mit dem Windrad, was aufgestellt wurde, finde ich, haben wir einen unglaublich innovativen Weg sehr, sehr früh eingeschlagen. Und ich glaube, dass das genau der richtige Footprint ist, auch für die nächsten Jahre. Weil diese Weitsicht, die wird stark gebraucht. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns da als junge Generation auch engagieren. Wenn man sich die Auswandererstatistiken anguckt, dann würden die meisten wahrscheinlich eher nach San Francisco oder nach Mallorca ziehen. Ich glaube ganz grundsätzlich, dass Asien für uns in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in Europa eine überragende Bedeutung hat. Und das gilt nicht nur für China, sondern das gilt für die ganze Region, auch mit Blick auf Indien. Das ist der Kontinent der Zukunft, in dem nicht nur eben aus wirtschaftlicher Perspektive viele Chancen bestehen, sondern in dem auch viele Probleme, die wir aktuell haben, beispielsweise Klimawandel oder auch unsere demokratische Stabilität von politischen Systemen, diese Probleme werden wir nur in Asien lösen können, wenn wir sie auf dem globalen Level wirklich in den Griff bekommen wollen. Und deswegen halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch als junge Generation in Asien engagieren. Ich hatte damals, bin da damals wirklich eher durch Zufall reingerutscht. Ich habe an der Uni Ingolstadt, Eichstätt-Ingolstadt, mein Bachelorstudium begonnen und dann stellte sich unser Professor in der ersten Vorlesung vor die Studentenschaft und sagte, wir suchen sechs junge Menschen, die sich vorstellen könnten, ein Doppelbachelorprogramm, 2 Jahre Deutschland, 2 Jahre China zu absolvieren. Und da habe ich damals meine Hand gehoben, eine andere junge Dame auch, die heute meine Frau ist. Und dann sind wir gemeinsam da 2 Jahre nach China gegangen. Und diesen Mut, den hätte ich nicht gehabt, wenn ich nicht auf die Lietz gegangen wäre und wenn ich auch nicht die High Seas High School mitgemacht hätte. Denn das war damals schon ein großer Schritt. Und ich war dann auch davor, habe ich mir dann gedacht, also du musst dir das eigentlich einmal vorher anschauen, bevor du darüber gehst. Du kannst jetzt nicht für 2 Jahre China unterschreiben und das ungesehen. Und habe dann 2009 ein Praktikum bei Volkswagen in Peking gemacht. Und der damalige Produktionsvorstand von Volkswagen China sprach fließend Chinesisch. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Und habe gesagt, das willst du auch. Habe angefangen, Chinesisch zu lernen, spreche das heute fließend. Und diese Sprachkompetenz, wir haben damals viel Spanisch gelernt in der High Seas High School, ich habe das dann bis zum Abitur fortgesetzt, das hat damals schon seinen Auftakt genommen. Spanisch spreche ich heute kein Wort mehr, ist eine andere Sprache geworden, aber die Leidenschaft dafür, die hat sich definitiv während der Lietz-Zeit entwickelt. Wir sind in der gesamten Firma rund 700 Mitarbeiter. Davon sprechen 3 Englisch und es gibt nur einen Ausländer und das bin ich. Und das war schon eine ziemliche Herausforderung, als ich da angekommen bin. Und ich habe den Job im April 2020 bekommen und bin dann, das war unmittelbar nach dem Corona-Lockdown in Wuhan, eine ganz, ganz schwierige Situation, einerseits wirtschaftlich, weil die Gesellschaft natürlich in ganz, ganz schwierigem Zustand war, die Kunden überhaupt nicht wussten, wie es weitergeht, aber auch für die Belegschaft, die komplett verunsichert war, die Angst hatten um ihre Familien, um die Gesundheit ihrer Familien. Gesundheit ist ja in China ein wahnsinnig hohes Gut. Und dann konfrontiert in einer komplett fremden Sprache mit den ganzen Finanzbegriffen, das war schon nicht einfach, aber das ging dann mit Händen und Füßen nach 2, 3 Monaten schon ganz gut und mittlerweile hat sich das eigentlich sehr schön eingefunden. Also insofern glaube ich, so ein bisschen Gelassenheit hilft da auch, aber das war definitiv eine große Herausforderung, das kann ich gar nicht anders sagen. Ich bin damals 2009 nach Shanghai gewechselt zum Studium und bin hier angekommen und habe relativ schnell gemerkt, wegen der Theorie oder wegen der Betriebswirtschaftslehre
da hättest du eigentlich nicht für nach China wechseln müssen, sondern das hätte man auch gut in Deutschland abdecken können. Und habe mir dann aber die Frage gestellt, was machst du denn jetzt eigentlich aus diesen 2 Jahren China? Und hatte dann dieses Praktikum bei Volkswagen, bei dem mich der Produktionsvorstand unglaublich inspiriert hat, weil der fließend mit seinen Kollegen sprechen konnte. Und habe gesagt, das willst du auch schaffen. Und habe angefangen, Chinesisch zu lernen. Ich stimme dir zu, dass das eine sehr schwierige Sprache ist. Ich glaube, am Ende ist das wie bei vielen Sprachen, wenn man selber eine Leidenschaft dafür entwickelt und selber sich auch richtig drauf einlässt, dann geht das schon deutlich leichter. Aber am Ende gehört auch viel Fleißarbeit dazu, die Schriftzeichen so auswendig zu lernen. Ich habe auch nie Sinologie studiert. Also wenn ich heute mit einem Sinologen spreche, die drehen sich alle im Grabe um und denken, da stimmen die Töne von vorne bis hinten nicht. Ich kann auch nicht schreiben. Aber ich komme so durch, dass man mich zumindest verstehen kann und dass ich mich verständlich machen kann. Und das reicht eigentlich schon ganz gut. Eine Sache, die ich bei den chinesischen Menschen immer extrem geschätzt habe, und das ist auch der Grund, warum ich mich so für China begeistert, ist die Neugier in der Bevölkerung. Als ich im April letzten Jahres in das Joint Venture gewechselt bin, da ist mir eine unglaubliche Neugier der Kolleginnen und Kollegen entgegengesprungen. Alle fragen, also wenn du hier in China Taxi fährst, dann ist die erste Frage, Mensch, was esst ihr denn zu Hause in Deutschland und wie macht ihr das mit eurer Familie? Und das ist wirkliches Interesse, dass man die andere Kultur kennenlernen möchte. Und wenn ich in Deutschland die Frage stelle oder sage, dass ich in China gewesen bin, dann kommt die erste Frage immer zu Tibet oder irgendwelchen politischen Schwierigkeiten, was natürlich definitiv so ist. Aber diese Neugier in der chinesischen Gesellschaft, das finde ich eine ganz, ganz tolle Tugend. Und ich glaube, da können wir uns manchmal in Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Da ist China natürlich schon sehr anders. Wir haben vorher in Stuttgart gelebt und noch davor, also dann zur Lead-Zeit natürlich auf Spiekeroog. Und die grünen Möglichkeiten, die man in Deutschland hat, wirklich auch mal joggen zu gehen, mal wandern zu gehen, das ist natürlich in dem Moloch Shanghai gar nicht mehr möglich. Es hat sich schon vieles verbessert, gerade was Luftqualität angeht, aber die grünen Flächen, die sind schon noch sehr, sehr begrenzt. Also man geht hier ins Fitnessstudio, kann auch mal Radfahren am Fluss, aber diese Ausflüge, die wir in Deutschland machen am Wochenende, das ist hier so in dem Stil einfach gar nicht möglich. In Shanghai arbeitest du viel Also es gibt unglaublich viel Kultur. Shanghai ist eine sehr, sehr lebenswerte Stadt. Das ist schon interessant, hier auch zu sehen, wie viel unterschiedliche Menschen von unterschiedlichen Kulturen, sowohl aus China, aber auch aus der Welt hier zusammenkommen, hier arbeiten, hier leben. Deswegen ist es schon ein gesunder Mix aus Kultur, Sport, Arbeiten. Aber der Rhythmus der Stadt, wir waren jetzt fast ein gutes Jahr nicht mehr in Deutschland. Als wir im Herbst 2019 für unseren Herbsturlaub in München ankamen, da habe ich das erste Mal gemerkt, wie entschleunigend eigentlich Deutschland ist und wie entspannt das ist am Flughafen, wie gut die Luft ist, da anzukommen. Und das ist schon so, dass der Rhythmus der Stadt, der zwingt dich auch, selber einen gewissen Rhythmus an den Tag zu legen. Und ist da schon so ein bisschen im Laufrad.